Okay, Leute, ich weiß jetzt, dass es vier Enden gibt in diesem Spiel und ich jetzt versuche, alle vier herauszufinden. Zunächst mal versuche ich jetzt hier mal was zu finden. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Da ist ein Kamin. Was ist denn hier? Hier blinkt was. Grüner Schlüssel erhalten. Okay. Ist hier noch mehr? Nein, sieht nicht so aus. Gehe ich mal raus. Gehe auch gleich wieder in die Tür rein. Nein, es ist immer noch die gleiche. Okay, dann gehe ich jetzt mal so. Nochmal in die Tür rein. Okay, ist immer noch die gleiche, okay. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier in den Raum rein. Und, oh mein Gott, das sieht ja ganz anders aus als beim ersten Mal. Hier ist ein Gesundheitstrank. Und, ja, mein Inventar ist jetzt, besteht jetzt aus Handy, Gesundheitstrank und einem grünen Schlüssel. Jetzt brauche ich irgendwoher das Messer, da ich halt den blutigen Schlüssel auch gerne nochmal hätte. Da ich nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Fenster zu, Fenster offen. Es ist hell draußen. Wieso brauche ich denn eine? Okay, hier kann ich anscheinend nichts anlabern. Okay, nein, hier kann ich nichts anlabern. Hier nochmal, nö. Vielleicht schon eine Seite, nö. Nichts. Nichts. Okay. Geh ich wieder raus. So, ja, das Fensterglas ist kaputt. Tolli, tolli, toll. Hier entlang so. Jetzt wird das Fenster da kaputt. Ach, das Bild ändert sich jetzt. Okay, das wissen, kennen wir schon also aus dem ersten Teil. Es sieht aus, als würde es irgendwas. Was? Es sieht aus, als wollte das Bild irgendwas. Ja, ich habe aber nichts für dich. Tut mir echt leid, Mann. So, jetzt gehe ich hier rein. Okay, ich habe mich schon wieder erschrocken, auch wenn ich schon wusste, dass das passiert. Naja. Kann ich mich irgendwie ins Bett legen oder so? Nee. Goldschlüssel halte ich wieder. Okay, kann ich jetzt auch noch irgendwas anderes machen? Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen kann. Hier hoch kann man nicht. Ah, das Bild sieht aus, als wollte es irgendwas. Das Bild ist hässlich, das ist ein Totenkopf. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich gehe mal zurück. Gucke jetzt vielleicht auch hier irgendwie. Nee, da ist wirklich nichts. Hier. Nee, das ist auch nichts. Irgendwas. Ist hier irgendwas jetzt anders? Vielleicht der Raum hier? Nein, das ist wieder der gleiche. Und ich kann ja auch wirklich nichts machen. Deswegen müsste ich jetzt auch mal sagen, dass ich jetzt einfach mal so rausgehe. Und wenn ich dann das gleiche Ende nochmal habe, dann. Pff. Oder ich schließe auf und gehe gar nicht raus. Vielleicht geht das ja. Oder ich guck mal hier an den Seiten. Könnte auch vielleicht noch was sein. Nee. Okay. Also. Aufschließen? Ah, okay, dann gehe ich automatisch raus. Aha, schnell weg hier. Ja, alle befreit. Ja, okay. Gleiches Ende nochmal gefunden. Das bedeutet, ich starte jetzt einfach noch einmal dieser Save-Datei. Und geht's wieder raus. Blabidubi. Jetzt versuche ich es aber mal bei dem Fenster hier so. Das Fenster ist noch heile. Der Raum ist jetzt was anderes. Cool. Hier ist jetzt grüner Schlüssel erhalten. Ups, falsche Taste gedrückt. Dann müsste hier jetzt erhalten. Ja, das. Jetzt müsste ich das Messer erhalten haben.
Aber wofür ich das Messer noch gebrauchen könnte, wüsste ich nicht. Oder wofür ich denn rotbluten Schlüssel brauche? Wofür? Ich hab. Ach Gott, jetzt habe ich mich tatsächlich wieder bei dem Fenster erschrocken. Und hier ist wieder alles heile. Ja, nichts blutig wie im Teil. Wie im ersten. Also im vorherigen. Als ich das normalerweise durchgespielt habe. Habe ich vielleicht schon am Anfang irgendwas falsch gemacht? Weil, wie soll man denn hier noch mehr Enten rauskriegen? Wenn da immer nur zwei Räume kommen und jetzt. Plopp. Verwandelt sich. Okay. Ich hier hoch. Möchte irgendwas besser nicht geben. Passiert irgendwas? Nee. Besser geben. Danke. Hehe. Nimm das zum Dank. Hehe. Okay, jetzt habe ich blutigen Schlüssel erhalten. Was ich damit machen kann. Was kann ich damit machen? Was soll ich mit diesem blutroten Schlüssel? Entschuldigung, nicht blutigen. Kann ich damit vielleicht hier rein? Nein. Was soll ich denn damit bitte machen? Ist hier jetzt was anderes? Nein. Komme ich hiermit vielleicht jetzt irgendwo hin mit dem Schlüssel? Schaut auf jeden Fall nicht so aus. Ist hier noch irgendwas? Nö. Was soll ich denn mit dem Schlüssel machen, Mann? Hier ist doch nirgendwo was. Soll ich vielleicht damit mal versuchen, unten rauszukommen? Könnte ja sein. Oder sieht die Tür hier jetzt ganz anders aus, wenn ich. Lol, ich kann nicht mehr in die Tür rein. WTF? Alter. Kann ich jetzt vielleicht hier unten? Vielleicht ist hier unten ja doch eine Tür, die ich nur mit diesem Schlüssel aufkriege. Nee. Vielleicht hier. Nein. Nee. Komme ich vielleicht mit dem Schlüssel hier raus? Wer sagt's denn? Oh. Es ist ein anderes Ende. Wo bin ich? Oh nein. Sag nicht, ich bin wieder im Keller eingesperrt. Was war das? Was zum. Du hast mir das Messer anvertraut. Aber ohne Körper bringt mir das nichts. Also nehme ich deinen Körper. Was? Ende D. Der Anfang einer Psychose. Was? Besonderen Dank an PDM Channel für seine Hilfe beim Skripten. Danke an. Oh, oh. Danke auch an dich fürs Spielen. Gern geschehen, Mann. Fortsetzung folgt. Okay, das war dann Ende D. Ich hoffe, euch hat das Ende gefallen. Oder auch das ganze Spiel jetzt. Wäre sehr freundlich, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gibt und auch mal auf dem Channel von Mr. Play and Save vorbeischaut. Natürlich links alles in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei The Night oder einem anderen Video. Ich versuche natürlich auch noch Ende A und Ende C freizuschalten, wenn ich nicht weiß, wie das gehen sollte. Ich wüsste jetzt nämlich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Auf jeden Fall war das eine gute Idee mit dem blutroten Schlüssel, dann einfach mal unten versuchen und alle Türen dafür abzusperren. Auf jeden Fall, mir gefällt das Spiel sehr gut und ich hoffe, ihr probiert das auch mal aus. Und bis dahin sage ich einfach mal.